The carriages with the judges are coming. And they are in company of some young people who did a workshop, a riding workshop this morning. And organized is this by Mrs. Lisa Falk. She organized on the one side the endurance riding, contest yesterday. And also she was holding a workshop for children, a riding workshop this morning. And the participants of this workshop are joining us here and these ponies. These are Lea, Elisa, Madita, Sophia, Lina, Lara, Virginia, and Mona. These are the ladies who joined the workshop. A big applause for these riders, please. Thank you. Great. And of course, for the carriages, for the coaches with the judges and some of the number girls, or all of them. Just arriving in front of the VIP tent at the moment. So Julia Isma told me that this kind of workshop for the children is going to be held during the future more often, more intensive on each of these wonderful Arabian horse shows. So if you bring your children along next time, they will be able to take part at this riding horse riding workshop on the ponies. Nice program for the kids. Now you'll see what they can do the next time when you take part as So, jetzt dürfen wir die Teilnehmerinnen des Workshops bitten, mal aufzumarschieren, denn es gibt Schleifen, habe ich gehört. Ihr kriegt es bestimmt hin, oder? Also nochmal kurz auf Deutsch. Unter der Leitung von Lisa Falk wurde hier ein Workshop abgehalten, heute Morgen, soviel ich weiß. Und das sind die Teilnehmerinnen dieses Workshops, die hier auf den Ponys reingeritten kommen. Lisa Falk hat außerdem den Distanzritt gestern organisiert. Jetzt bitte aufmarschieren, wenn es geht. Denn es gibt dann auch Schleifen für euch als Teilnehmer des Workshops. Und diesen Workshop wird es in dieser Form oder in ähnlicher Form noch intensiver, ein bisschen häufiger künftig auf allen Schauen geben hier in Ströhlen. Also Kinderreitworkshops für alle die hier zuschauen und vielleicht zwischendurch auch noch ein bisschen reiten lernen wollen. So wie es aussieht, können die alle schon ganz toll reiten, diese jungen Damen. Super macht ihr das. Sieht sehr schick aus. Toll ausgestattet, meine Güte. Und wir dürfen natürlich auch wieder die Richterin der Richter vorstellen. Wir fangen mal. Okay, erstmal Übergabe hier. Okay, dann bitte einmal die Übergabe eines schönen Geschenkes an die Organisatorin des Workshops und des Distanzrittes Lisa Falk von der Familie Isma. Dankeschön, Lisa Falk. Ein Applaus für Sie, bitte. Jawohl. Super. Und das wird in den nächsten Jahren dann sich hier nochmal zum USP weiterentwickeln, intensivieren. Kinderworkshop auf der Araberschau. Super. Und dann gibt es Schleifen für alle Teilnehmerinnen. Und da war auch ein Bub dabei, ich schau gerade mal. Ja, alles Mädels, alles junge Amazonen. Okay. Also Lea, Elisa, Madita, Sophia, Lina, Lara, Virginia und Mona sind es, die hier erfolgreich den Workshop besucht haben, teilgenommen haben und jetzt eine Schleife mit nach Hause nehmen dürfen. Jetzt würde ich aber übergehen, damit die armen Richterinnen und Richter nicht zu nass werden, dass wir hier diese auch nochmal kurz vorstellen. Wir haben mal... Super, vielen Dank nochmal an alle, die hier teilgenommen haben. Dankeschön, liebe Mädels. Und natürlich auch an die Kutschfahrer, die hier die Richterinnen und Richter und die Nummer Girls mit reingebracht haben. Ganz herzlichen Dank
auch Ihnen nochmal einen Applaus auf dem Nachhauseweg für Kutschen und Ponyreiterinnen. Super. Schönes Schaubild am Ende der Mittagspause. Ganz klasse. Jetzt sind die Richter schon mal weg, aber ich stelle sie trotzdem mal kurz vor. An der Hand von Tanja Svensson sahen wir sie gerade eben. Auf der linken Seite Mr. Ali Sharawi. Als nächstes hatten wir den Herrn Jerzy Białobok an der Hand von Francesca Aranjo. Als drittes im Bunde sahen wir dann, glaube ich, die Anna Olsson, denke ich, mit Robbie den Hartog. Und als viertes sahen wir die Lisette Svensson mit der guten Marianne Tengstedt. Aber die Richterinnen und Richter und auch die Nummern-Girls werden Sie den ganzen Tag noch sehen. Die werden hier noch häufig im Ring auftreten, denn wir fangen jetzt gleich an mit der nächsten Klasse.